Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ja. So. Jetzt ist erstmal überlegen angesagt. Wo möchte ich denn was haben? Ein Bett hätte ich ganz gern. Ein Bett hätte ich gern hier. So, pass auf. Aber vielleicht auch ein Nachtschränkchen. Da würde sich doch das hier anbieten. Wie viele Plätze hat es da drin? Doch ein paar. Mal gucken, ob ich den unbeschadet da nach oben kriege. Okay. Naja gut, jetzt steht er da halbwegs irgendwie drauf. Hier komme ich nicht mehr durch. So. Das wäre doch gelacht, wenn ich das Ding hier nicht hochkriege. Okay, ich glaube, ich stelle den erstmal hier hin. So, und jetzt hier hin. Hä, warum? Warum will der nicht hier? Warum will der nicht hier sein? Oh, jetzt geht's doch. So. Jetzt geht das doch. Entschuldigung. Fishing Rod. Ich will keine Fishing Rod. Ich will das Ding drehen. So. Kann ich den hier in die Ecke? In die Ecke boxieren. Oder sogar hier hin. Pass mal auf. So. Ja, so ist doch gut. Okay. Ach, ist das alles... Oh, ist das alles spannend, aufregend und verwirrend und... Oh, je, je. So, ein Bett. Hier brauchen wir zumindest mal keine Nägel für. Da haben wir ein Single-Bett. Eigentlich reicht das. Wir sind ja hier allein. So. Noch sind wir allein. Okay. Ne, ich will da vielleicht noch durchlaufen. An den Schrank. Oh Mann, bin ich doof. Falsche Taste. Falsche Taste gedrückt. So, okay. Aus dem Bett, aus dem Dach soll es natürlich nicht rausschauen. So müsste das passen. So, ich habe nichts dabei. Was brauche ich denn? 6 Komponentas. 8 Holzas und 6 Lappas. So, habe ich hier.
habe ich hier. Da haben wir Komponenten. Ach, Holz, ne? 6 hast du gesagt. Ich nehme 8. So, jetzt muss ich hier. Nein, komme ich nicht ran. Nein. 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 Das ist nochmal der. Ich muss das Ding ein bisschen wegstellen. Ah, hier sind noch. Gut. Okay. Aber Lappen. Ah, hier. So war's das. Mal schauen. Ja, das war's, glaube ich. So. Hunger, Durst. Ah, schön. Jetzt haben wir hier unser Bett. So, und hier werde ich dann die Lappen reinpacken. Da sind jetzt die Klamotten drin. Die Klamotten kommen in den anderen Schrank. Oder in einen Spind. Ja, komm, die mache ich in den Spind rein. So, die Sachen irgendwo anders unterbringen. Hier. Boah, das ist so gigantisch, wie viel Zeug da reingeht, ne? Okay, der ist jetzt leer. So. Ah, das funktioniert wenigstens gut. Wenn auch hier die Grafik ein bisschen rumbackt. So, geht das so? Hä, der schwebt doch, oder? Der ist doch geschwoben. Ah, ich glaube, ich mache den hier hin. Drehen, drehen, drehen. So. Passt das so? Ein bisschen. Voll weit weg. Geht, geht. SRG geht gar nicht. So, jetzt steht er doch richtig. Okay. So, also dann packen wir hier die Klamotten rein. So, gleich ein bisschen sortieren hier. Ja, wunderbar. Gut. Entschuldigung. So, eigentlich können wir hier aufmachen. Alter, wir können uns die Viecher von hier oben schießen. Ist das geil. Wir können uns die direkt hier runterschießen. Entschuldigung. Ach, echt. So, pass auf. Mein Lagerfeuer. Die hier ist scheiße. Hier ist auch voll scheiße. Nein, hier will ich kein Lagerfeuer haben. Hier ist auch scheiße. Hier ist in jedem Abteil scheiße, oder? Hier mache ich die Werkbank hin. Ja, hier wird die Arbeitszone. So, ich glaube, hier mache ich mein Feuer.
Ja, hier mache ich mein Lagerfeuer. Ja, das wird gut. So, pass auf. Campfire. Erstmal schauen, ob ich da jetzt auch den Dinger drüber krieg. Den Cooking Pot. Oh oh. Oh oh. Der sollte natürlich drüber gehen. Kann natürlich sein, ich muss das Campfire erst fertig machen. Was brauche ich? 6 Zweigchen und 8 Steinchen. Habe ich die irgendwo hingetan? Boah, ist das ein Schrank durcheinander hier. 6 Zweigchen. Und 8 Steinchen. Sehr gut. So. Blöd natürlich, wenn das dann da nicht hinpasst. Aber das kann ich leider erst rausfinden, wenn es steht. So. Schauen. Hoffentlich bitte was hin. Ja, es geht. Sehr gut. Muss ich zuerst das? Ich glaube, ich muss zuerst meinen Grillstand da drauf packen. Und ich muss zuerst mal hier Schränke wegtun. Was ist das? Munitionsschrank. Kommt das hoch? Ja, das kommt hoch. Munition kommt hoch. Erscheint mir irgendwie sicherer. Wegen Banditen und so. Na, was ist denn los? Jetzt mach doch das Ding mal da hoch. Nein, nicht aufmachen. Move. So, wo mache ich Munition? Munition und Waffen. Hier. Hier habe ich Munition. So, wo haben wir die Waffen? Einmal drehen. Ich glaube, so lässt er sich einfacher moven. Oder auch nicht. Erstmal abstellen. Weiter unten schnappen. Ja, dann geht's auch. So. Und dann kommen hier die Waffen hin. Zumindest mal der erste Schrank mit Waffen. Vielleicht brauche ich ja mehrere. Wenn ich dann irgendwann noch mehr Waffen finde. Nein. Der ist nicht ganz ausgerichtet. So. So, dann kann ich hier noch einen zweiten. Könnte ich noch daneben kriegen, ne? Das sind Waffen, ja, sehr gut. Den Baseballschläger modifizieren. Da muss ich dran denken. Und ich könnte mal ein Hähnchen essen. Da muss ich auch dran denken. Und mal was trinken. Dass ich da dann nochmal jagen gehe. Aber ist halt schon geil. Wir können dann echt hier... Guck dir das mal an. 2 Stück. Der ewige Fleischvorrat. Ist das geil hier? Oh ja. Ich glaube, hier bleibe ich wirklich. So. Halt, den wollte ich aufräumen. In die Küche. Hä?
Ich dachte, er snappt. Snappt er nicht? Nein. Aber er muss, glaube ich, leuchten, ne? So. Gut, dann zum Wasser kochen, beziehungsweise nicht zum Wasser kochen, sondern... Hä, wieso geht das jetzt nicht? Wieso geht das jetzt nicht? Okay, vielleicht erstmal so. Nein! So, ist das halbwegs gerade? Stick, Scraps und Dingens da. Habe ich überhaupt Sticks? Kann ich aus Branches machen? Da ist nichts. Da habe ich Sticks. Wie viel brauche ich? 5. Wie viel habe ich? 5. Oh. So, zwei Metall und zwei Lashings. Zwei Seilchen. Wo habe ich meine Seilchen? Neinchen. Neinchen. Keine Seilchen. Da haben wir noch das hier. Hey, wo habe ich Seile? Hier habe ich Seile. So. Hoffentlich geht das. So. Der hier. Können wir fett rendern. Okay, dann Grillstand. Gut. So, pass mal auf, dann brauchen wir Küchenschränke. Wo hatten wir den Fettschrank? Hier hatten wir zumindest mal auch Fett drin. Hier haben wir fast leer, dann machen wir den da eben mal schnell leer. Entschuldigung. Bis auf das Fett. Und dann kommt das Zeug hier rein. Oh, die Racks, die kann ich gleich oben reinpacken. Und Medikamente könnte ich da auch reinpacken. Obwohl, nee. Aber den Schlafsack vielleicht. Oh, ich finde das voll geil, hier so hoch zu rennen. Ohne Leiter. Perfekt. So, und den Schlafsack auch noch. Den tun wir hier hin. Oh, ist das geil. Hier, siehst du, zack, zack. Und nix, niemand fällt runter. Niemand verletzt sich hier. In meinem schönen Häuschen. Da liegt eine Feder. Hat die da nicht mehr reingepasst, oder was? So. Das hier gibt meinen Kochschrank. Zumindest den Fettschrank. Passt der hier hin? Ah, schwierig. Ah, komm, wir haben hier genug Platz. Die Musik. Also ein bisschen gruselig ist es ja schon, ne? So, dann stellen wir den mal hier hin. Jetzt steht er auf dem Rand drauf, das will ich nicht. Jetzt steht er zu weit weg, das will ich auch nicht. So ist gut. So, und ob man da von draußen dagegen schlagen kann oder so, das weiß ich nicht.
Von dem her, keine Ahnung. Das ist auch cool, dass das Fett... Ich glaube, das ist ein Bug, dass das Fett... hier, mit 100% hier bleibt. Okay, Fett ist drin. Habe ich noch Feuerholz? Bestimmt. Oh, da ist nochmal Fett. Ist sonst noch Fett? Mal schauen. Hier haben wir Feuerholz. Und noch Hähnchenkeulen. Die packe ich auch mal hier hin. Und Anzünderli. Sehr gut. So, die tun wir hier rein. Das Holz tun wir. Kann ich das schon reintun? Ja, kann ich schon reintun. So, hier ist schon Fett drin. Da geht auch nicht mehr, ne? Das sind immer nur so und so viel. Ah, doch, das... Moment mal, nein. 37. 0,37. 0,28. Das kann man aber nicht stacken, oder? Nee. Okay, es sind halt irgendwie unterschiedliche Gewichte. So, dann kommt das da rein. Dann brauche ich aber nochmal einen Schrank für mein Essen. Und dann, was machen wir mit dem hier? Den würde ich tatsächlich wieder... Well, in Richtung Werkbank. Für Werkbankzeug. Würde ich den tatsächlich nehmen. Und weißt du was? Wir stellen den vor die Tür. Denn ich will weder hier raus, noch will ich hier ungebetene Gäste haben. Und so kriegt man die Tür zwar noch auf, aber... Okay. So, und dann hier irgendwie die Werkbank. Die können wir auch schon mal planen. So. Bisschen ausrichten. Nein, jetzt habe ich es ja... Oh, ich drücke immer auf die... Immer auf die falsche Taste. Das gibt's doch nicht. So, kann ich die hier ausrichten? So. Ja, egal. Passt, glaube ich, schon. So. Komponentenzeug. Habe ich da irgendwas dabei? Da. Ich glaube, ich mache die Schränke hier eh erstmal leer. Das ist ja Trinken. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich in welchen Schrank reintun soll. Das ist furchtbar. Da hatten wir so Papier und sowas. Dann hatten wir hier so Sonderzeug, Nägel und so. Das habe ich ja eigentlich unverändert so gelassen, genau. Und hier hatten wir die Komponenten und so drin, ne? Dann machen wir das so. Dann brauche ich noch einen Schrank für Holz. Aber... Entschuldigung. Aber was für Holz? Alles Holz oder nur bestimmte Holzsachen? Was ist da los? Ich drücke E anstatt W. Das ist los. Das hier ist eigentlich auch... Auch hier, Bauzeug. Den stelle ich hier daneben. Da werden wir auch noch viele, 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 viele brauchen. Irgendwie will der nicht richtig. So.
Der schwebt doch, oder? Der schwebt doch. So ist besser. Okay, dann haben wir hier so ein Zeug drin. Das ist okay. Dann kann ich die Eimer hier vielleicht mal mit reintun. Neu sortieren können wir ja dann eh nochmal. Oh, meine... Wo ist meine Destille? Hier. Mein Water Purifier. Der kommt natürlich auch in die Küche jetzt. Falsch rum. Naja, eigentlich hat der, glaube ich, keinen vorn und hinten. Also von dem her. Kann ich den hier auf das Zeug drauf tun? Na gut, sieht ein bisschen komisch aus, aber geht schon. So, dann hole ich hier mal nochmal Wasser. Wenn wir gerade schon da sind. Oh. Hier tropft es rein. Tatsächlich. Ekelhaft. So, immer noch sehr viel Gewicht. Hier können wir auch noch irgendwas hinbauen. Sehr gut. Hier die Küche. Dann brauche ich nochmal einen Küchenschrank. Was haben wir denn hier noch für Schränke? Oh, da ist noch so viel Fett drin. Na, das ist doch dann mal ein guter Küchenschrank. Schnappen. Ja, das passt. Also, pass mal auf. Das Fett hier kommt da rein. Der Fettschrank. Wie ein Fettschrank. So, dann kommt hier, haben wir das Zeug drin, Schnaps, der Zucker, der sie nicht stecken lässt. Oh, doch. Oh, okay, nur der hier lässt sich nicht stecken, sehr gut. Salz, 20 Streichhölzer, wegen Feuer und so, ne? Ja. Das ist eigentlich okay. Dann mache ich hier mal noch das Trinken rein. Und erstmal das Essen. So, das hier ist Gartenzeug. Oh, hat ein Sauwetter schon wieder. So, wohin mit dem Gartenzeug? Mache ich das hier hin? Oder da drüben? Endeffekt ist es eigentlich völlig Wurst, wo ich was hinmache. Aber wenn ich solche schönen Nischen hier sehe, boah, da draußen tobt absolut das Unwetter. Hier in solche schönen Nischen, da kann man sowas halt wunderbar reinstellen, ne? Dann ist das hier so die Gartenabteilung. Clay. Zunder. Ah, für Feuerzeug würde ich einen extra Schrank machen, tatsächlich. Feuersachen. Federn sind eigentlich Crafting-Material. Blätter, Kohle. Das hier auf jeden Fall. Das hier und das hier. Und diese Räder vielleicht.
Eimer, die kommen eigentlich auch noch rüber. Oh, wir sind schon lange... sind schon hart drüber. So, die Federn packe ich erstmal hier rein. Das hier ist Holzgeraffel. Das ist auch Holzgeraffel und das ist Zündzeug. Für Zündzeug würde ich eigentlich gern auch einen eigenen Spind machen. Die Eimer kommen zum Gartenzeug. Ach komm, dann mache ich das mal hier rein. So, hier ist Gartenzeug. Da kommen Eimer dazu. Da haben wir auch die Gießkanne drin. Ach, ist das geil. Ha. Richtig geil aufgeräumt und schön sortiert alles. Und da, oh, so viel Platz hier. Nur ein bisschen arg dunkel. Was haben wir hier drin? Werkzeug. Okay. Der Werkzeugschrank. Den werde ich dann hier vielleicht hinstellen. Wobei ich die Tür hier... ja. Nee, Werkzeug. Entschuldigung. Ja, oh, übel. Werkzeug hier eher. Also bei den... bei der Werkbank. Hier ist halt auch echt so geil viel Platz. Das ist der Hammer. Ja, passt. So, hier sind Werkzeuge drin. Kettensäge und so alles, ja. Da brauche ich dann wahrscheinlich auch zwei Stück. Schätze ich mal. Haben wir hier noch Werkzeug drin? Hier ist Autozeug. Das kommt ja dann auch woanders hin. Oh, die Folge ist schon viel zu lang. Ei, ei, ei. Oh, und ich muss auch Schluss machen. Ach ey. Was haben wir hier drin? Aha. So Badsachen. Da mache ich hier mein Bad. Ja, dann kommt hier die Alkoholdestille hin. Und hier das Alkoholdestillierzeug. Und natürlich auch Molotow-Cocktail. Zubehör. So, das hier mal richtig hinsetzen. Ja, passt. So, hier haben wir da Flaschen drin. Die kann man, die sind schon gesteckt. Und hier ist noch ein Feuerzeugbenzin drin. Achso, das ist leer, ne? Ja. Da wollte ich schauen, ob man das irgendwie wieder auffüllen kann oder so. So, hier ist noch anderes Geraffel drin. Da machen wir da vielleicht die Holzschublade draus. Dafür habe ich doch schon was. Hier die Kohle. Dann hier dieses Holzgeraffel. Hier das Rad. Komponentensachen haben wir hier. Das ist noch Holz. Da kommt das Holzzeug erstmal hier rein alles. Und das Holz kommt dann eigentlich auch hierher. Zumindest mal so grob. Hä? Nein. Warum stehst du jetzt da? Na, so ja auch nicht. Ach Mann. Hä, warum denn? Mit dem anderen ging es doch auch. Was ist dein Problem, Schrank? Spind, tut mir leid. Ach ja, weißt du was? Drauf geschissen. So, Scrap, Baumstämme und geschnittenes Holz.
Und was haben wir hier drin? Auch noch so Zeug, ne? Komponenten, Gartenzeug, Holz, Federn. Das da, das hier ist Apothekenzeug. Hier Kacke, kommt auch hier rein. Blätter habe ich hier keine. Wo waren die Federn? Die kommen hier rein. Da machen wir so. Die kommen hier rein. Die Seilchen. Das hier sind Schrauben. Hier kommen Federn rein. Ja, sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Holzgeraffel. Das kommt hier rein. Erstmal. Bis wir dann die Schränke richtig sortiert haben. So, dann Arzneimittel. Das hier ist Alkohol. Das hier ist Küche. Arzneimittel würde ich sogar mit nach oben schaffen. So, ich mache nur noch das und dann müssen wir die Folge beenden. Und ich meine Aufnahmesession. Denn ich muss schlafen dringend. Morgen wieder pünktlich aufstehen. So, dann mache ich hier die Hausapotheke. Was haben wir hier? Hier haben wir die Klamotten. Da haben wir Waffenzeug. Da sind immer Tiere. Alter! Okay, wir haben nichts mehr zu essen. Ich sollte mal langsam wirklich... Ach, wegen dem Feuerlöscher hier geht's nicht, ne? Da ist ein Feuerlöscher im Weg. Ja, da ist ein Feuerlöscher. Ach komm, dann machen wir ihn halt hier hin. Ah, oder ganz da drüben. Hier so. Da bei dem Tisch. Boah, ich sag ja, hier ist ja so dermaßen viel Platz. Ist das geil. Junge, Junge. Die absolut geilste Location hier überhaupt. Wehe, ihr macht's nach. Oh, ist nicht ganz dran. Nein, gefällt mir nicht. Ist immer noch nicht ganz dran, aber wenigstens bündig hier mit dem Tisch. So, und da sind dann Medikamente drin. Und Bandagen und nochmal Streichhölzer, die nehme ich mit. Und die Nähkits nehme ich auch mit. Die tue ich hier rein. Obwohl, nee, die brauche ich eigentlich unten beim Crafting Material. Streichhölzer. Komm runter. In die Küche. Und das Zeug tue ich mal hier rein. Das eigentlich auch in die Küche. Ja, wobei, da wollte ich ja noch einen extra Schrank für machen. Machen wir es halt mal hier rein. So, bisschen Hähnchen habe ich noch. Komm, weißt du was? 15 Uhr, ich esse mal die Hähnchen. Alle beide. So, Gewitter ist vorbei. Dann trinken wir noch. Ich trinke erstmal die da leer. Feuer kommt hier auch noch rein. Da müssen wir dann diese... Da will ich diese Fackeln aufstellen. 0,8 Liter. So, sehr gut. Und guck mal einer an. Da rennen schon wieder die Rehe rum. Die werde ich mir noch holen. Eins nach dem anderen. Denn für die Pfeile
brauchen wir nämlich an der aufgerüsteten... Oh nein, die Werkbank. Ah, die muss ich dann wieder aufrüsten. Oh, scheiße. Ich habe doch keine Gears. An der aufgerüsteten Werkbank. Wo ist eigentlich mein Hammer? Ach, hier. Den packe ich mal wieder dahin zurück. Die Machete wieder da unten rein. Ja. An der dann aufgerüsteten Werkbank können wir ja dann Pfeile machen. Und die kann man tatsächlich aus Scrap machen. Also da brauchen wir bloß... Da brauchen wir die Schmiede. Aber die können wir eventuell sogar hier auch noch irgendwo reinstopfen. Ich weiß nicht. Wenn wir die hier zum Beispiel... Vielleicht geht das ja. Ich guck mal. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Blacksmith Place. Wäre voll geil. Aber nein. Ist auch ein bisschen unlogisch. Egal, machen wir draußen hin. Auf jeden Fall freut mich das hier, freut mich tierisch. Wir haben die einzigste Scheune. Die einzige Scheune, wo man hier schön hoch und runter rennen kann. Gut. Ich gehe mal Richtung Bett. Hier können wir wieder aufmachen. Schönes Wetter. Und immer genug zu essen vor der Tür. Und dann hier schön mit dem Bogen. Ja, ja, da rennt's schon weg. Das hat's schon gemacht. Gut. Nee, mach nicht auf. Ich stelle mich hier hin. Ich werde dann wahrscheinlich wieder in der Luft stehen. Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann, wenn ich mal ein besseres System habe. Egal, wir speichern. Zweimal Escape, warum auch immer. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Time to Play Mist Survival. Und dann, ja, haben wir ja jetzt schnell hingekriegt, umzuziehen. Ging ja jetzt relativ fix. Und dann gehen wir nämlich noch ein bisschen looten, denn ich habe noch ein paar Stellen, wo ich noch hin muss. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.